Und wir Männer mussten, weil die Frau des damaligen Präsidenten, ich glaube, es war ein Mexikaner, der wollte oder sie wollte für die Männer das festlegen, dass wir eben auch sexy uns kleiden. Und das war so diese Zeit, als so diese weiteren Boardshorts kamen, als die Surfer gerade dieses Ja. Weite getragen haben, da hatten wir das Problem, dass es für uns Männer und als Beachvolleyballer hast du aufgrund der Sprungbelastung eigentlich immer sehr trainierte Beine im Sand. Das geht wirklich viel über Beinkraft und dann auch ordentliche Pakete. Das heißt, wir hatten gar nicht die Möglichkeiten, so enge, kurze Hosen zu finden.